Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder soweit für ein neues Duellformat von Alle gegen Einen, diesmal mit der Marke Alpha. Und ihr seht auch schon eines der ersten Duelle vor euch, aber zuerst stelle ich natürlich alle Teilnehmer dieser Folge vor. Und zwar mit dabei natürlich der Andi, Stui, Lukas, Nu24-Stunden-Racer, Tano, Muffin und Tobias Njan. Grüßt euch! Hallo! Hi. Hallo! Hallo! Ja, und wer mitgezählt hat, der hat neben mir 8 Personen gezählt. Das heißt, es gibt nur 4 Duelle. Ich meine, Alpha, es gibt noch ein paar mehr, aber die haben halt dann nicht so hundertprozentig gepasst. Wir wollen ja auch Wert drauf legen, dass die Duelle ganz gut zusammenpassen. Und das erste Duell eben, was wir jetzt schon die ganze Zeit vor uns sehen, ist natürlich die Alfa Romeo Giulia gegen den C63S Coupé. Da würden wahrscheinlich auch andere Sportcoupés passen. Andi hat es aber so argumentiert, und zwar damit, dass in den meisten Fachmagazinen die zwei eigentlich fast immer gegenübergestellt wurden. Ist das so korrekt? Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, genau. Von den Werten her passen die auch ganz gut. Der C63 wiegt ein bisschen mehr, hat dafür aber auch ein bisschen mehr Drehmoment, 100 Newtonmeter. Leistung sind die in etwa gleich, also die passen ganz gut. Ja, ich meine, Giulia ist eigentlich auch eine Limo, während der C63 eben, wie der Name schon sagt, ein C63S Coupé ist. Aber ob jetzt die Türen da dabei sind oder nicht, ich glaube, ja, ein M5 oder sowas oder E63 würde da jetzt weniger passen. Also ich glaube, das ist schon ganz gut so. Und es soll ja von der Giulia auch irgendwann mal eine Coupé-Version demnächst kommen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Mal gucken. Ja, egal. Weiter im Text. Da wird es ein bisschen dicker noch. Und zwar die SUVs dürfen zutage treten. Da haben wir einmal dann Alfa Romeo Stelvio gegen den Porsche Cayenne Turbo. Gibt's eigentlich nicht viel groß zu sagen. Selbes Jahr, wo die auf den Markt kamen, direkte Gegner. Und schauen wir mal, wie sie sich halt so anstellen. So, dann wird's ein bisschen älter, bisschen kleiner, bisschen sportlicher. Einmal Alfa Romeo 4C gegen den Lotus Evora S. Bin auch mal gespannt, wie das ist. Und aus dem 4C machen wir einfach jetzt ein 8C. Das ist nämlich das letzte Duell heute. Alfa Romeo 8C gegen den Aston Martin DBS aus dem Jahre 2008. Im Übrigen, der 8C ist tatsächlich schon aus dem Jahre 2007 hier im Spiel. Denkt man eigentlich so gar nicht. Ich finde, der 8C sieht immer noch super modern aus. Also vielleicht jetzt ein bisschen mehr LEDs oder so mit reinbringen und im Interieur vielleicht ein paar modernere Sachen und schon könnte man den eigentlich heutzutage auch verkaufen. Also das Design ist ein bisschen zeitlos. Von dem her passt es schon. Ja, das sind die ganzen Duelle und dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und gehen direkt mal zur Viertelmeile zum Track Race und gucken mal, welche dieser Fahrzeuge da so gut abschneiden kann. Ich denke mal, die SUVs werden einen geilen Start haben. Die haben viel Drehmoment, die haben Allrad. Der Rest dürfte alles Hinterradantrieb haben, ne? Geht mal von aus. Ja. Wow. Genau. Gut, so. Die Kleinen halt natürlich wenig Gewicht. Mittelmotor hilft natürlich auch ein bisschen. Ja, aber nicht in den ersten Metern. Weil wenn du zu leicht bist, dann musst du ja irgendwie auch Grip fassen, ne? So. Ja, aber klar. Aber sobald sie halt Grip haben, ja. Ja, mal gucken. Bin mal gespannt. Bei das Track Race ja nur das erste von vielen Veranstaltungen ist. Bei diesen ganzen Duellformaten. Ja, wer ein Duellformat noch nie gesehen hat, der, ja, sage ich erstmal herzlich willkommen. Bei Alle gegen Einen, wie es ja schon sagt, geht es halt eben jetzt gegen eine Marke, gegen Alfa Romeo. Die Gegner sind dann, achten wir auch meistens drauf, dass bei den Gegnern keine Marke doppelt vorkommt. Kriegen wir nicht immer hin, aber heute haben wir es zum Beispiel hingekriegt. Eben Porsche, Mercedes, Lotus und Aston Martin haben wir heute mit dabei. Und dann gibt es natürlich aber auch andere Duellformate, wie die Magenduelle, wo wirklich zwei Magen gegeneinander antreten, zum Beispiel Alfa Romeo gegen Audi, was jetzt aber nicht ein Jinx ist, dass es kommen wird, weil ich gehe davon aus, dass wir nicht genug Audi-Modelle haben, die entsprechend zu Alfa passen und umgekehrt, aber jetzt nur als Beispiel. Ich will auch sagen, andersrum. Ja, aber wir haben ja zum Beispiel Ferrari gegen Lamborghini zum Beispiel oder sowas, gab es ja alles auch schon, also sowas gibt's. Und dann gibt es natürlich auch noch Klassenduelle, wo wir einfach Fahrzeuge einer Klasse nehmen, zum Beispiel ja, moderne Sportwagen oder irgendwie sowas. Und dann gibt es noch was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Mal gucken, wann es damit losgeht. Und zwar Länderduelle, wo wir dann wirklich Fahrzeuge einer Nation nehmen und gegen eine andere Nation antritt. So ein bisschen die Auto-WM, wenn man so möchte. Alter, okay, was geht beim Stelvio ab, bitte? Diese Frage ist auch gerade Leistung. Alter, das ist ja richtig heftig. Boah, letzter Schaden. Erst auf 2 Meter hab ich gedacht, ich komm vor, aber das Ding hat Power. Ich weiß nicht, die Gänge sind aber auch echt gut. Also 24 Stunden Racer, also das Ding hat Power, muss ich schon sagen.
Ich habe nachgeschaut, der Silvio hat ein bisschen weniger als der Porsche. Dafür hast du weniger Gewicht. Ja, genau. Und zwar deutlich weniger. Ja, ich wieg und die ja Gänge sind gut übersetzt. Was hat der Silvio hat ja einen Sechszylinder drin, oder? Weiß oder ich leider gar nicht. Täusche ich mich da jetzt? Ich meine, Silvio und Julia haben gleichen Motor. Genau, das ist nämlich der Sechszylinder. Und der Cayenne ist ja noch mit jetzt nichts Falsches sagen, mit dem V8 unterwegs. glaube ich. Müsste. Also, richtig. Ja, es ist kein V12. Nee, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall, ja. Das fehlt noch. Nee, weil mittlerweile gibt es ja Cayenne und so, die sind ja auch auf dem Downsizing-Trip. Da ist ja auch immer mehr mit Sechszylindern und so weiter, aber der hat ja noch einen V8 mit drin. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin zwar Porsche-Fan, ja, aber so SUVs ist nicht so meine Welt. Auch bei Porsche nicht. So, deswegen bin ich mir da selber jetzt nicht so ganz sicher gewesen. Man kann ja auch nicht immer alles aus dem FF wissen. Aber ich habe es ja, glaube ich, richtig gedeutet. Ja, egal. Das war's schon mal. Aber ich habe gerade auch gehört, bevor wir auf die Tabelle schauen, Getriebe war richtig gut. Das war beim Stelvio, ne? Ja, genau. Ja, also das kann ich. Gang. Das kann ich tatsächlich auch beim 8C sagen. Meistens bei den Track Race habe ich super Probleme, dass der erste Gang entweder zu lang oder zu kurz ist und ich da nicht das richtige Timing finde. Der hat hier aber jetzt einfach perfekt gepasst. Also beim 4C genauso. Ja, beim Evora war der erste Gang gut und im zweiten ist er leider dann gefühlt komplett abgesoffen. Ich muss leider sagen, bei der Giulia ist das Getriebe sehr schlecht eingestellt. Also erster Gang viel zu kurz, zweiter Gang viel zu lang und dritter schlurft dann noch hinterher. Ja, also Drag Race ist das jetzt nicht so gut geeignet. Was ich bei dem Cayenne gemerkt habe, das Getriebe ist, finde ich, zu lang gestellt. Also erster Gang ist okay, aber der zweite finde ich viel zu lang. Da hat dann der Stelvio nach vorne gezogen. Der soll ja auch mehr für lange Reisen sein, was man zwar nicht glaubt, aber. Ich bin ein bisschen kürzeres Getriebe gewohnt. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber bevor wir jetzt dann gleich zum Sprintrennen gehen, oder wie ich es immer sage, Track Race mit Kurven, schauen wir uns natürlich jetzt trotzdem erstmal nochmal die Gesamttabellensituation an und wie es vor allem im Gesamtstand aussieht, wie viele Punkte hat Alfa Romeo, wie viel haben die Herausforderer, und das sehen wir jetzt. Ja, und da geht Alfa Romeo schon mal mit 3:1 in Führung, das ist schon mal sehr gut, aber das ist Track Race natürlich, nur halt eines von insgesamt 10 Disziplinen ist, das wissen wir alle, und dass das natürlich sich jetzt nochmal alles drastisch ändern kann, wissen wir auch. Und deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht so lange drauf verweilen oder so viel reininterpretieren. Ich würde einfach sagen, wir schauen mal, was wir eben im angesprochenen Sprintrennen so für ein Ergebnis gleich sehen werden. So, die wilde Hatz beginnt. Ja, was ich glaube ich schon mal echt sagen kann, vom Fleck wegkommen ist der 8C gegenüber dem Essen schon mal ein bisschen besser. Ja, der ist ein bisschen gemächlicher. Ich glaube, ich schalte auch ein bisschen länger. Das kann sein, ja. Also Cayenne ist nicht fürs Rennen von Geist. Sehr weiche Hinterachse. Lecco mio. In der Tat. Im Stelvio war ich ja noch daneben, aber wie viel früher ich einfach schon bremsen musste wegen am Gewicht. Ich muss mich gerade auch gewöhnen daran, dass ich gefühlt 200 Meter vorher bremsen muss. Muss ich mich auch gewöhnen. Weil knapp 2,2 Tonnen, das ist schon Kampfgewicht. Ja, die Giulia wiegt sogar 2,8 Tonnen. Wie viel wiegt denn der Stelvio? Der Stelvio knapp unter 2 Tonnen. Ja, das merkt man. Oh Gott! Du hast, glaube ich, genau die gleiche Leistung oder weniger? Stelvio habe ich weniger Leistung als der Porsche. Bandi erwischt. Ja, du brauchst. Ja, ich. Also, Cayenne ist wirklich nicht zum Rennen fahren gedacht, der ist mehr zum. Für den Alltag mehr gedacht. Vielleicht ein bisschen auf der Autobahn heizen. Sehen wir ja dann in den heißen Teil. Ist nicht für Kollisionen gedacht. Eine Kollision und Heck ist so ausgebrochen, dass es mich komplett gedreht hat. Ich habe auch nur, wo man beim 8C merkt, dass er so ein bisschen, doch schon ein paar Jährchen älter ist, ist wirklich so bei der Kurveneinfahrt, da wird's Heck mal gern ein bisschen leicht oder unruhig. Aber wenn man das Fahrzeug so, ich sag jetzt mal, gemächlich fährt, was natürlich beim Rennfahren eher schlecht ist, aber halt jetzt ohne Hektik fährt vielleicht, dann kann man den mit einem eigentlich ganz gut präzise fahren. Der hat eigentlich genau die gleiche Problem der ersten Mal, das nennt sich Gewicht.
Ich merke es am Start, ich merke es in den Kurven. Da müssen wir mal gleich 100 vergleichen. Kilo raus oder was, und das Ding ist eine Maschine. Ja, müssen wir mal gleich vergleichen, wie die Gewichte zwischen den beiden auch aussehen. Ja, der Cayenne, der schwimmt mehr als er. Also in langgezogenen Kurven hat er kein Problem, aber sobald es etwas engere sind, da rutscht er mehr raus. Der Evora hat extreme Probleme mit harten Einlenkmanövern. Ah, der holt mich der Mercedes noch. Und der 4C hat ähnliche Probleme wie Duray mit dem 8C. Das ist Einlenken und sofort kommt's Heck. Ja, und du hast halt noch einen kürzeren Radstand, was auch natürlich dazu, dann auch ganz kritisch ist. Beim 8C hast du immer noch den Vorteil des etwas längeren Radstandes, dass du da ein bisschen den gut einfangen kannst. Ja, aber ich will es ja auch noch nicht schlecht reden. Also ich finde, der 8C macht da dahingehend, also wenn man das weiß und sich darauf einstellt, macht er aber richtig viel Spaß zu fahren. Ich erinnere mich da auch noch zurück an die Let's Play-Folge, als ich mit dem 8C unterwegs war. Ist ein geiles Auto, auf jeden Fall. Und beim 4C, glaube ich, ähnlich. Ja, man muss halt echt immer so ein bisschen den Weg finden, wo gehe ich wie viel an die Grenze und wo gehe ich am besten halt nicht drüber. Das ist halt auch immer noch so eine Geschichte. Ja, bevor wir auf die Tabelle gucken, würde ich sagen, gucken wir auch gleich nochmal auf das Gewicht, gerade beim 8C und beim Aston. Okay. Oh ja, doch, ich hätte ihn mir sogar schwerer vorgestellt, aber passt. Okay, wie ist es beim Aston? Höchste Gefahrenschildpunktzahl. Ich bin noch am Ladescreen. Achso, okay. Ja, beim 8C ist es so knapp unter 1,6 Tonnen. Ja, 1,7. Ja, das sind dann die 100 Kilo, die dann George doch manchmal was ausmachen, wenn man es manchmal auch nicht glaubt. Ja, interessant. Ja, vor allem liegt halt echt viel vorne an bei dem. Ja, eben, beim 8C ist der Motor zwar auch vorne, aber ich glaube doch schon mehr in die mittlere Position, eine tiefe Position gebracht. Ich meine, ich denke, der Aston hat auch einen 8-Zylinder, der DBS. Nee, der hat V12. Der hat einen V12. Meine hat einen V12. Klingt auch mehr nach V12 als V8. Ja, dann, okay, gut, das dürfte dann auch natürlich nochmal mehr Gewicht und so erklären, weil der 8C, wie der Name schon sagt, 8C-Zylinder, mit 8-Zylinder unterwegs, ist dann natürlich schon nochmal sportlicher, logischerweise. Also ein V12 auf der Vorderachse ist immer schwierig, nennen wir es mal so. Deswegen glaube ich, ist der 8C auf jeden Fall schon das sportlichere Gerät. Aber ja, gucken wir mal, wie sich Hupsala das weiterentwickelt, während ich hier einen Verkehrsunfall nach dem anderen baue. Darf ich mir jetzt erlauben. So, würde ich sagen, gucken wir einfach mal auf den aktuellen Tabellenzwischenstand, bevor wir dann zum Rundkursrennen gehen. Ja, der Abstand bleibt gleich. 2 Punkte mehr für Alfa Romeo. 5:3. Das Duell gerade eben ging so gesehen unentschieden aus. Seitens der Herausforderer hat ja der C63 und der Evora gewonnen. Und seitens Alfa eben der Stelvio und der 8C. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe es ja schon gerade eben angeteased. Rundkurs steht jetzt an. Das heißt wieder doppelte Punktzahl. Sprich, einmal gibt es für das Endergebnis Punkte, aber auch für die schnellste Rundenzeit. Sprich, sollte man jetzt am Start zum Beispiel einen Checkpoint verpassen oder so, hat man immer noch die Chance in Runde 2 und 3. Sollte der Checkpoint verpassen, natürlich in Runde 1 passieren. Also nur ein Beispiel. Egal. Hat man natürlich noch die Chance, auf jeden Fall ein Pünktchen auch dann für die schnelle Rennrunde mitzunehmen. Im Idealfall gewinnt man natürlich und fährt auch noch eine schnellere Rennrunde. Dann holt man nämlich 2 Punkte direkt gegenüber Konkurrenten. Und ja, mal gucken, wer das so hinkriegt oder wo es ein Unentschieden gibt oder. Ich würde sagen, wir gehen einfach zur Strecke. Ja, gerade eben wurde im Schnittgewitter, sage ich jetzt einfach mal, schon gerade gesagt, jetzt gibt es das Bordstein-Massaker. Hoffen wir nochmal nicht. Julia klingt halt schon geil, wenn man das so hört. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt fahren wir halt nicht in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb. Bisschen mehr den Fokus noch aufs Kurvenfahren. Bisschen auch schnellere Kurven dabei, wie sich da die Fahrzeuge so verhalten. Weil bis jetzt finde ich sogar, dass der 8C sich sogar geiler fährt jetzt auf einmal. Weil er dann doch ein bisschen diese etwas, ja, Länge läuft, wie man so schön sagt, ausspielen kann. Bin mal gespannt, wie es bei Stu ist mit dem 4C. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Man muss sehr vorsichtig fahren. Aber wenn man dann vorsichtig ist, geht's. Mit dem C63 ist genau das
Genau das gleiche. Du musst dann wirklich vorsichtig fahren und relativ früh bremsen. Okay, jetzt bin ich so schnell rein, alles klar. Also, was mir beim 2018er Cayenne noch nicht auffallen ist, dass er einen Ausfahrbahn-Spoiler hat. Hat mir noch nie aufgefallen. Das ist immer. Ja, aber der fliegt auch nicht nur der Turbo. 2,2 Tonnen. Also ich merke das Gewicht schon, vor allem in den Lenkkurven, deswegen will einfach nicht rum. Und auf der Geraden, das, also in Sachen Beschleunigung kann man, da zieht man die Kürzeren. Da muss ich dann beim Stelvio entgegnen, in den Kurven kommt er eigentlich gut mit den leichteren Autos mit, das ist Anbremsen, das ist da die größte Schwäche, dass er da hau ich teilweise einen Anker schon rein und Mercedes ist, steht noch auf dem Gas. Ja, ich muss auch früher bremsen mit dem Cayenne. Ich muss auch so gefühlt früher bremsen, aber es geht halt noch. Ich weiß zwar nicht, wie viel der Stelvio gerade auch so auf der Geraden packt. Kann ich nachher nachschauen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also ich pack maximal 220 auf der Geraden, bis in die Eisen gehen muss. Also man merkt dem Porsche schon sein Gewicht an. Aber ich muss schon sagen, der C63 und der Julia sind halt echte Rivalen gerade. Ich sehe es gerade von hinten. Ey. Klebt mir permanent am Heck. Ja. Also die Schikane am Ende, muss ich echt gestehen, da macht der 18 richtig Laune. Tobi, geh vom Gas, bitte! Dieses von links nach rechts die Masse umsetzen und so, das bleibt da dann tatsächlich echt ruhig. Was mich jetzt im Vergleich zum ersten Rennen ein bisschen Wunder genommen hat. Oh, Stewie, das komm schon! Das wird man ich treffe die Linie halt entweder richtig und dann geht er einigermaßen oder überhaupt nicht. Ja, mein Problem war halt, dass ich die erste Kurve leider kein einziges Mal hinbekommen habe. Und ich glaube, das hat mich dann auch jetzt zum Beispiel die Rundenzeit, glaube ich, ein bisschen gekostet. Ich glaube, du hattest in der letzten Runde da ein bisschen zu overpaced. Ja, die Problematik ist halt, deswegen sage ich jetzt auch gerade recht wenig, ich muss halt noch den Wagen irgendwie analysieren, der fährt sich super komisch. Ich habe ein extremes Untersteuern an Stellen, wo ich es nicht erwarten würde, egal wie ich versuche es zu beheben, früheres Bremsen, was auch immer, es funktioniert nicht. Irgendwie muss dieser Wagen fahrbar sein, ich kriege das noch raus heute. Ja, ich bin auch noch nicht hundertprozentig drin, auch wenn ich so an sich ihn ganz angenehm finde. Ich glaube, ich bin aber noch zu weit weg vom Grenzbereich. Ich fahre noch zu gemütlich, glaube ich, mit einem 18. Mal gucken. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gucken wir aber erstmal auf die Gesamttabelle, wie es nach dem Gesamtergebnis ausschaut. Also lassen wir mal die Rundenzeit sein. Jetzt eins nach dem anderen und das sieht dann wie folgt aus. Ja, auch hier bleibt der Abstand gleich 7:5 jetzt für Alfa Romeo. Es haben tatsächlich, wie gerade beim Sprintrennen, die gleichen Herrschaften gewonnen bzw. verloren. Dementsprechend zeigt sich das auch ein wenig bei den Einzelduellen, dass tatsächlich der Stelvio den Porsche so ein bisschen auszieht. Interessant, hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Aber ja, hier geht es halt natürlich um auch andere Performance und nicht nur um Ausstattung und so weiter und so fort. Wobei das Stelvio jetzt wahrscheinlich nicht die schlechteste Ausstattung hat. Ja, der C63 hält aber dann immerhin die Ehre der deutschen Fabrikate hoch. Der führt nämlich jetzt aktuell noch gegen die Giulia. Ja, da könnte man jetzt schon mal sagen, Skandal! Wenn die Giulia ein Coupé wäre, würde es ganz anders aussehen. Vielleicht. Ja, finden wir vielleicht auch dann in ein paar Jahren mal raus. Ja, bei Lotus führt knapp aktuell der Evora 2:1 und ansonsten haben wir nochmal ein 3:0 Duell aktuell und zwar der 8C gegenüber dem DBS. Da hat Andi ja schon gesagt, er muss noch ein bisschen analysieren beim Aston Martin, wie es läuft. Wo er es aber schon mal hat, das kann ich schon mal verraten oder gut analysiert hat, ist, er hat auf jeden Fall hinbekommen, eben diese eine schnelle Runde zu fahren. Da haben mir nämlich ein bisschen was gefehlt. Ich habe jetzt zwar gar nicht auf diese 500stel-Regel geachtet, aber ich glaube, da waren wir weit davon weg, glaube ich. Weiß ich nicht. Egal. Ich glaube, gerade so. Wir gucken einfach mal, wie es ausgegangen ist. Deswegen schauen wir auch mal, wie eben der Gesamtstand aussieht, wenn wir jetzt eben auch die schnellste Rennrunde mit dazu rechnen.
Ja, und wie ich es angekündigt habe, ich habe leider die Rundenzeit-Duell gegenüber Andy und seinem DBS verloren. Und das macht aber die ganze Geschichte ziemlich spannend, denn jetzt steht es insgesamt 8-8. Nämlich, wir haben zwei Duelle, die 4-0 stehen und zwei Duelle, die 3-1 stehen. Jeweils bei einer Seite einmal. Und deswegen, ja, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Das waren ja so gesehen erst die ersten 4 Disziplinen, beziehungsweise 3 Veranstaltungen. Und 3 ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, denn jetzt geht es natürlich weiter mit den heißen 3. Höchstgeschwindigkeit, Bremsweg und Preisvergleich steht an. Und da wollen wir keine Zeit verlieren. Und deswegen wollen wir natürlich wissen, wie sieht denn die Höchstgeschwindigkeit aus zwischen denen? Oh ja. Oh. Okay. Doch knapper als erwartet. Als ob der Evora 92 läuft. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist krass. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen allen. Sonst ist bei allen so relativ ähnlich, aber der Evora ist einfach ein Topspeed-Monster. Klar, Lotus ist bekannt, ne, für hohe Geschwindigkeiten. Natürlich. Ja, wer kennt ihn nicht, den Lotus Hennessy Venom? Ah, ne, halt. Genau. Ich würde mich wundern, eher, dass Front der 4C so langsam ist. Ich meine, der hat jetzt auch nicht gerade wenig Leistung. Ja, und ist windschnittig. Max halt alles Wett durch Gewicht. Ja, es ist relativ ähnlich. Also, wie gesagt, das Einzige, wo sich wirklich drastisch entscheidet, ist irgendwie der Lotus. Ansonsten beim anderen ist okay, sag ich jetzt mal. Spürt man so in-game dann ab dem 5. Gang, weil ab dem 5. zieht Evora dann richtig an. Davor killt ihn aber halt leider der 2. Mich würde halt interessieren, rein von der Beschleunigung her, ob ich wirklich oben raus, also sagen wir mal ab 260 ungefähr, ob ich dann wirklich schneller bin oder nicht, weil eigentlich so im unteren und im mittleren Bereich bist du auf jeden Fall besser. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube einfach, weil das Getriebe halt auch knackiger ist, wie du schon gesagt hast. Ja. Schaltzeiten vielleicht ein Ticken kürzer. Und halt auch gut übersetzt ist. Die ersten 2-3 Gänge sind echt geil vom Start weg. Macht echt Spaß, mit dem zu starten, zumindest mal in trockenen Verhältnissen. Und oben raus könnte ich mir schon vorstellen, weil ne, V12 ist ja eigentlich immer, also man kann ungefähr sagen, ne, ein paar mehr Zylinder hilft natürlich auch immer in der Topspeed. Deswegen, dass er das dann für sich entscheidet, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ja, vielleicht finden wir es noch raus bei einem der Duellen, wo es dann ein bisschen oben raus auch so ein bisschen geht. Wir hatten ja jetzt doch dann, das Sprintrennen war auch eher kurvenreicher und nicht so Topspeed-lastig und das Rundkursrennen sowieso nicht. Deswegen, da müssten wir dann mal schauen, wenn wir dann so eine Veranstaltung auch noch angehen. So oder so würde ich aber sagen, verweilen wir da gar nicht, sondern gucken einfach mal auf den Gesamtstand. Und ja, da geht dann oder gehen die Herausforderer dann zum ersten Mal in Führung, nämlich jetzt haben die mal einen 2-Punkte-Vorsprung, 11-9 dann in dem Fall. Die Duelle an sich bleiben ähnlich in eine Richtung, außer jetzt bei Andy und mir, da wird es ein bisschen gleich auf. Aber klar, die heißen 3 können da ja immer so ein bisschen was verändern. Und ich denke, bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, ja, machen wir einfach mal weiter mit den heißen 3. Denn wer schnell fährt, muss natürlich auch gut bremsen können. Und deswegen kommt jetzt der Bremsweg. Tatsächlich ziemlich eindeutig. Ich glaube aber fast, da haben wir wieder diesen Forza-Bug, dass diese Bremswegberechnung manchmal nicht stimmt beim Cayenne. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der ich kann mir nicht vorstellen, dass der Cayenne tatsächlich so einen riesen Bremsweg hat im Spiel. Im Vergleich zum Stelvio. Da muss man wahrscheinlich nur einen Mini-Wert tatsächlich ändern am Reifendruck oder so. Und dann berechnet er das komplett neu und dann sieht es ganz anders aus. Er berechnet das insofern dadurch neu, weil der halt, wenn ich da draus suche, dann stand da fehlgeschlagen. Und dann muss ich ja irgendwas verändern, weil ich halt immer den Reifendruck vorne. Ja. Und ein Tick und es stand sofort da, diese Meteranzahl. Und ich habe es dann aber auch mal ein bisschen anders versucht. Ich habe auch, kein Scheiß, ich habe versucht rauszufinden, wie der Bremsweg in echt ist. Da kriegst du 160 km/h auf null, macht kein Mensch. Ja. Ja, also eigentlich würde er weniger Meter brauchen, kann man sagen. Das ist kein Panzer. Also doch schon, aber. Ja. Ja, zumal so ein Cayenne Turbo und Porsche, ich meine, Porsche ist eigentlich allgemein bekannt für eigentlich, dass die schon sehr geile Bremsen verbauen, egal ob es jetzt die Stahl- oder Keramikbremsen sind. Ob er dann das Duell trotzdem gewinnt, das wissen wir nicht. Er wiegt ja auch ein bisschen mehr, haben wir rausgefunden. Aber der Wert, sagen wir mal, ist nicht realistisch. Aber gut, das ist jetzt halt so, wir nehmen halt das, was das Spiel uns gibt. In dem Fall dann Glück für den Alpha, dass er den Punkt dann mitnimmt. Auch Glück für die Julia, ein halber Meter entscheidet das Duell. Also die sind ja wirklich gleich auf. Und ja, 4C Evora
ja, 4 Meter, ja, ist jetzt okay. Beim 8C zum DBS, denke ich mal, ist das Gewicht wieder eine große tragende Rolle, dass da diese auch fast knapp 5 Meter, 4 Meter dann der Unterschied macht. Ist natürlich jetzt glücklich für Alpha, die nehmen hier natürlich dann direkt 4 Punkte mit. Deswegen gehen wir vielleicht auch mal den Schwenk direkt wieder zurück zur Gesamttabelle. Und ja, da hat halt Alpha dann mit einem Duell gleich wieder den Vorsprung selbst übernommen. 13-11. Ja, das ist mittlerweile dann doch deutlichste Duell ist tatsächlich Stelvio gegen Cayenne. Ich kann es mir zwar immer noch nicht so ganz vorstellen, aber okay, interessant. Also Stelvio, es ist jetzt auch eure Meinung von nur 24-Stunden-Racer und Muffin, dass der Stelvio einfach sportlicher insgesamt ist, oder was ist da eure... Ja, also ja. Bei den SUVs ist es eh das Problem mit dem Gewicht, und da der Stelvio dann doch 300, 400 Kilo weniger hat, kann ich schon verstehen, dass der da einfach auf den Rundkursen und beim Bremsweg besser abschneidet. Ja. Mhm. Da bin ich der gleichen Meinung. Also das Gewicht, was der Cayenne hat, das ist wirklich ein Haufen im Gegensatz zum Stelvio. Und er fühlt sich jetzt auch nicht leicht an. Aber man sieht es auch, er geht besser in die Kurven. Ja. Der Cayenne, der ist da wie so ein Panzer, er will nicht so richtig. Okay, ja, gut zu wissen. Dann wird es natürlich nicht einfach in der nächsten Entscheidung. Aber jetzt erstmal wollen wir natürlich nur wissen, was kosten denn die ganzen Fahrzeuge. Deswegen der letzte Vergleich der heißen drei, und so sieht's aus. Oh nein. Okay, damit hätte ich jetzt tatsächlich... Eindeutig. So teuer war der 80 gar nicht. Ich war tatsächlich auch der Meinung, irgendwie so 300.000, aber ja, nein, genau, sogar die Spider-Variante war nur bei 212.000 ungefähr. Dann kostet der im Spiel so viel mehr, oder? Ja, im Spiel ist er bei 300. 6.000 mehr. Ah, daher kommt die Info, sag ich mal, weil ich war auch 8C, dachte ich auch so, der ist eben so um die 300.000 rum. Ich meine, ich wusste jetzt nicht, was der DBS kostet, weil ich meine, die Aston Martins, sie löhnen sich natürlich auch nicht gerade billig, aber... Ja, eine Viertelmillion hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Krass, Porsche, ja. Der Unterschied zwischen dem Stelvio und dem Porsche. Ich meine, das wäre jetzt halt auch interessant, ne? Wir machen natürlich bis jetzt auf den Preisvergleich, weil die Preise im Spiel halt einfach komplett schwachsinnig sind inzwischen in Horizon 4, allein durch die Fahrzeuge, die nachträglich reinkommen. Wenn halt ein Divo 250.000 kostet, ne, mehr müssen wir, glaube ich, dazu nicht sagen, aber sonst ist das ja halt ein Spielvergleich. Ne? Interessant ist natürlich, und das ist ja auch immer so ein bisschen für euch als Zuschauer, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, man nimmt natürlich ein bisschen Meinung mit durch verschiedene Magazine oder vielleicht sogar auch durch eigene Erfahrung. Es wäre natürlich interessant, wie so ein Cayenne gegenüber so ein Stelvio wirklich on-track abschneiden würde. Weil ich denke halt mal, gerade Porsche verbaut ja auch viele Technologien, oder viele Hersteller natürlich, verbauen viele Technologien, die halt einfach 0,0 im Spiel simuliert werden. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Cayenne schon besser abschneiden würde, als er hier abschneidet. Ich sage nicht besser wie der Stelvio, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie gesagt, ich befasse mich mit SUVs auf Rennstrecken jetzt eher weniger. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Cayenne wahrscheinlich sich geiler fahren lässt, als er es wahrscheinlich im Spiel tut. Aber wissen, wie gesagt, tue ich es nicht. Von dem her, ich glaube aber auch, ich weiß nicht, wenn man so ein SUV hat, ob man da jetzt wirklich so auf Rennstrecken-Performance Wert legt, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, mehr auch so ein Prestige-Objekt. Und dann ist halt so ein Cayenne, so ein großer, so ein Turbo, der hat dann auch entsprechende Ausstattung und so. Und ich meine, ich bin ja auch schon mit so Cayennes gefahren und mitgefahren. Es ist unabhängig davon, dass es ein SUV ist, es ist schon eine andere Klasse, sag ich mal, wenn man da drin sitzt. Also da fühlt man sich schon wohl so oder aufgehoben. Von dem her, ja. Und Porsche ist ja eh nicht billig. Gut, Alpha eigentlich auch nicht, aber im Großen und Ganzen sind sie billiger als die Konkurrenten. Ja? Hat mich überrascht. Ja, also ist interessant, ja. Also gut, beim AMG ist es ja knapp so, ja. Ne? Das ist ja wirklich, wirklich knapp. 4C, gut, Lotus ist halt auch nicht eine Marke, die halt gerade billig ist. Und ja, 8C, wie gesagt, da ist ja trotzdem teuer. Also ein 8C 160.000 ist ja trotzdem, ja, aber ist der Essen halt ein bisschen mehr noch, ja. Ja. Werden die Lotus-Modelle nicht sogar alle handgefertigt, dann finde ich 70.000 wiederum sehr günstig. Ja, aber seien wir ehrlich, der Evora finde ich persönlich jetzt optisch einer der nicht so schönsten Lotus. Gefällt mir der Elise besser. Der ist auch mit 1,4 Tonnen für Lotus ungewöhnlich schwer. Und der neue Evora ist schon schön aggressiv, finde ich. Also der neuere.
Ja, der jetzt hier. Ich rede ja jetzt eben von unserem 2011er Modell hier im Spiel, aber ja gut. Ja, wollen wir aber da nicht weiter verweilen. Die Sachlage ist, glaube ich, ziemlich klar. Alpha holt nochmal 4 Pünktchen für sich und das sieht im Gesamtstand halt dann entsprechend auch deutlich aus. 17-11 steht es jetzt. Damit haben wir dann 2 Duelle, die so ein bisschen mehr in die eine Richtung gehen. Einmal 6-1, einmal 5-2. Ich rede davon vom Selvio gegen Cayenne und vom 8C gegen den DBS und bei Julia gegen C63 und 4C gegen Evora ist es ein bisschen ausgeglichener. Mal gucken, ob das jetzt die Initialzündung ist, um da das ein oder andere noch mal ein bisschen zu kippen. Können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Ich würde auch sagen, wir verweilen jetzt erstmal gar nicht so lange hier dabei. Oder hat irgendjemand noch was, wo er sagt, hey, das muss ich unbedingt noch loswerden zu dem Fahrzeug, was ich bewege oder zum Konkurrenten, gegen den ich fahre? Also ich muss unbedingt was loswerden zur Julia. Und zwar hätte sie sich bei hoher Geschwindigkeit, wenn man dann in eine schnelle Kurve rein möchte, wie ein Sack Nüsse. Um das so zu betonen. Also quasi der Lenkbefehl wird nicht wahrgenommen, oder auf wie? Auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall das Gewicht, 2,8 Tonnen auf einen etwas kleineren 2,8 Tonnen? Die Julia wiegt nicht 2,8 Tonnen. Oh, da habe ich. Ach, ups, ich habe mich verlesen. Ups, Moment. 1,7, aber trotzdem. Nee, 1,7 im Spiel. 1,7. Das ist die Elektro-Julia, die wissen wir noch nicht. Dass wir die genau. Ich bin mit dem Trigger verrutscht. 1,7 Tonnen und 1 Kilogramm dazu. Man merkt aber auf jeden Fall, dass in schnellen Kurven sich der Lenkbefehl nicht so einfach umsetzen lässt und der Bremsweg extrem lange ist. Also in Rennen. Man hat ja auch im vorherigen Rennen dieses Duell gesehen zwischen dem AMG und der Julia und der AMG hat deutlich in den engeren Kurven den Vorteil gehabt und konnte somit auch in der letzten Kurve besser rausbesteuern und hat somit auch den Sieg bekommen. Und allein wenn die Julia ein bisschen weniger wiegen würde, beziehungsweise mehr Grip auf der Vorderachse hätte, dann würde sie definitiv, glaube ich, bessere Ergebnisse in den Rennen erzielen. Ja, interessant wäre halt hier auch tatsächlich vielleicht so ein M3 oder so, haben wir halt leider nicht, was ja dann auch ein sportliche Limo wäre, wie es da dann so aussehen würde. Weil ich meine, es kann ja schon Unterschiede machen, ne? Diese zusätzliche Türe, Gewicht etc. pp. Wobei der C63 ja auch fast nicht ganz 1,7 Tonnen, glaube ich, wiegt. Also auch 1,6 irgendwas, oder? Um ganz genau zu sein, 1,8 Tonnen. Sogar schwerer, ja. Okay. Guck mal an. Ja, gut, hat auch ein V8 drin. Julia V6. Ja. Mal gucken, ja. Vielleicht muss sich der Tano einfach auch mehr anstrengen. Es kann ja auch ein Tipp für die Tuner sein. Wenn er sagt, auf der Vorderachse braucht er mehr Grip. Forza Aero hin. Und wie gesagt, Forza, ich finde es toll, dass so ein Arcade Racer Game trotzdem irgendwo noch versucht, ihre Unterschiede zu haben. Und deswegen war ja die Idee damals in Horizon 2 auch diese Duellformate zu machen, Dinge zu vergleichen. Was können die so? Was machen sie im Vergleich zu den direkten Konkurrenten? Und ja, nochmal betont, das ist natürlich kein Real-Life-Vergleich. Das ist hier irgendwie auch keine Glaubensfrage oder so. Wir nehmen einfach ganz normal, wie es ist, geben das weiter, was uns auffällt. Und deswegen sind wir nicht pro oder gegen irgendwas. Also das auch nochmal so zu sagen. Und manchmal kommen ja auch da wirklich interessante Sachen raus, die man im Vorfeld gar nicht so sieht oder dachte. Und manchmal bewahrheitet sich das dann aber auch tatsächlich, dass dem eben so ist. So wie eben jetzt Alfa Romeo bei diesem Alle gegen einen erstmal mit jetzt mittlerweile einen kleinen guten Polster in Führung geht. Aber wir haben jetzt noch 3 Disziplinen vor uns. Und zwar die nächste, die uns bevorsteht, ist das Rundkursrennen im Regen oder beziehungsweise bei Nässe. Und da kann natürlich das Fahrverhalten sich nochmal drastisch verändern. Und deswegen sind wir mal sehr gespannt, wie da so die Fahrzeuge mit zurechtkommen. Es regnet. Der Gang war dumm. Was ich schon mal merken kann bei dem C63, der rutscht, wenn man zu viel Gas gibt, wirklich über die Hinterachse. Also das Heck kommt wirklich nach vorne. Frag mal den 4C. Und den Lotus. Das mit dem 4C fange ich jetzt echt an, untertourig zu fahren. Kajen, richtig gut. Da ist ein sehr komischerweise. Er zieht jetzt auch auf der Geraden. Ne? Aber was ich sagen muss. Weil der Cayenne. Nee, der Stelvio. Ja, Stelvio und Cayenne, die
finde ich ihn gerade gleich, ungefähr gleich gut auf. Also ich merke, also 8C kann ich nur sagen, in der Stadt ist er nicht geil, außen macht er eigentlich Spaß. Ich glaube, ich müsste ein bisschen härter bremsen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu sachte. Das ist der Spoiler. Die Problematik ist, in der einen Runde denke ich mir, ich erkenne meinen Fehler, versuche das in der zweiten Runde und das geht schief. Ich werde aus diesem Bahngrad echt nicht schlau. Also ich muss denn auch mal fahren, glaube ich, nach der Folge. Es gibt halt echt so ein paar Wagen, wo man denkt so, hä? Lukas, interessante Linie. Ja, da wollte ja, das wir haben es aber auch echt, glaube ich, beide nicht leicht, weil wir schlagen die ganze Zeit irgendwie in Wänden ein oder verbremsen uns und ja, also wie gesagt, beim 4C ist jetzt tatsächlich die Devise ein bisschen untertourig fahren, damit er halt gar nicht mehr übers Heck kommt, weil dann hält er bombenfest, also auch im Regen jetzt. Aber sobald man halt ein bisschen zu viel Drehzahl hat in der Kurve, kommt er halt sofort mit dem Heck. Beim C63 ist genau das gleiche Problem. Also, ja. Also mein momentanes Problem ist eigentlich nur, dass ich den immer in jeder etwas schärferen Kurve den Fehler mache, zu früh runterschalte und komplett die Kontrolle verliere. Also über die Hinterachse. Was fährst du nochmal? Ich fahre den Cayenne. Also es ist wirklich... Ja, du hast so einen dicken Motor plus Turbo, kannst ruhig untertourig fahren. Ja, ich mache aber irgendwie immer denselben Fehler, ich lerne nicht draus. Ich glaube, ich muss öfters mal sowas... Aua. Ich darf jetzt bloß keine Fehler machen. Ja, ich habe eine Theorie, ich werde das beim nächsten Mal nochmal ausprobieren. Also was, wenn ich mal vielleicht mal zu 18er Karriere mal aufbaue, ist, die Getriebe muss kürzer werden. Und Gewicht muss raus. Oh. Oh ne. Oh Mann, ey. Es gibt einen Unentschieden. Ich glaube auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Unentschieden gibt. Aber hey, ich habe das erste Rennen gegen den C63 gewonnen. Ja, immerhin. Ja, für den 4C ist es auch der erste Rennsieg über den Evora. Also hätte ich jetzt nicht so viele Fehler gemacht, ich glaube, dann wäre es auch wahrscheinlich nur unentschieden mit dem Stelvio gewesen. Die Tabelle sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Aber der Evora hat ab der zweiten Runde eine ziemlich gute Linie durchbekommen. Das sieht man auch an der Rundenzeit am Stelvio. Ja. Das war alles, das hat mir alles geht. Zeit genommen, wo ich mich verschalten habe. Der Evora hat dieses Einlenkgefühl, als wären die Stabis zu aggressiv eingestellt. Nun ja, das ist ein Lotus. Das hat nichts mit den Stabis dann zu tun. Wahrscheinlich wurden die besser gesagt. Ja, das sind Standard-Stabis. Also meine sind vorne immer meistens aggressiv wie Hölle eingestellt. Aber also ja, mit den, gut. Mit den kleinen rutschen wir halt echt nur rum. Ja, du hast halt hast Gewicht, also bin Lotus ja, das viel ist Gewicht. Halt, das ist halt das Problem. In Forza ist leichtes Auto, wenn der aerodynamische Anpressdruck fehlt, eher sogar schlecht zu fahren. Weil die Gefühl keinen Anpressdruck irgendwie hinkriegen und durch ein etwas höheres Eigengewicht funktioniert das manchmal. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel auch oftmals der Grund, dass ich, wenn ich was fürs Gelände aufbaue, nicht unbedingt so gerne extrem viel Gewichtsreduzierung wegnehme. Sollte zumindest mal irgendwie sonst irgendwie kein Anpressdruck irgendwo her erzeugt werden. Und das kann halt da wirklich auch mit reinspielen. So, das heißt, du hast zwar ein geiles Leistungsgewicht, aber du kriegst es halt nicht richtig auf den Asphalt gedrückt, was natürlich jetzt im Regen dann noch viel schlimmer wird, ja. Findest du aber ein interessantes Duell zwischen dem Cayenne und dem Stelvio, also jetzt, was man Erwartung hat von dem Porsche, gute Performance, bla, auch wenn es ein Geländewagen ist, in Klammern Geländewagen. Ja, ich sag mal, auch echt in Klammern SUV, so. Sie sind halt höher, aber ja. sie kommen über gewisse Hindernisse. Also ich habe auch erst gedacht, der Porsche würde besser performen als der Alfa, aber ich glaube... ich auch. Ja, ist ja auch... Ist ja auch alles legitim. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal auf die Tabelle nach diesem nassen Event, bevor wir dann zum nächsten Sprintrennen gehen.
Ja, da hat sich Alfa Romeo weiter abgesetzt. Jetzt wird es natürlich fast schon unmöglich für die Herausforderer. Ich meine, es gibt noch das Finale mit doppelten Punkten. Aber trotzdem mit 20,5 zu 11,5 ist das natürlich schon ein guter Vorsprung. Ja, der halbe Punkt, wie schon gesagt, war, weil Andi und ich nahezu gleichzeitig ins Ziel sind. Da haben wir ja mal so eine Regel uns überlegt, wenn man 500stel oder bis auf 500stel die gleiche Zeit hat am Ende, dann ist ein Gleichstand. In dem Fall war es dann halt auch so. Auch wenn Andi, das muss man zugeben, und sein Aston Martin einen Hauch früher die Ziellinie touchiert hat. Ansonsten haben wir zwei Unentschieden, was sehr interessant ist. Ja, Julia gegen C63 und 4C gegen Evora. Also das könnte nochmal auf jeden Fall ein bisschen spannender werden. Aber wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Jetzt steht erstmal, bevor wir zum großen Finale kommen, das Sprintrennen in der Nacht an. Und genau da gehen wir jetzt hin. So, da hat den Start ein bisschen verschlafen. Kann ja mal passieren, so spät in der Nacht. Aber so kann es auch gehen. Stelvio muss eigentlich als Letzter starten, darf als Erster starten. Von Platz 8 auf Platz 1. Komm schon, Spoiler, gib Anpressdruck. Was brauchst du an Pressdruck auf der Geraden? Allgemein, wozu habe ich eine Heckspoiler? Auch wenn der Heckspoiler fast schon ab. Auf der Geraden wünscht man sich doch den Spoiler eher weg. Ja. Und ja, der kommt aber irgendwie immer bei der Geraden, klappt der aus. Nein. Habe ich so lange im Stelvio mitgehalten können im Aston. Aber. Chickens! Was? Mittagessen? Ist nicht Chickens bremsen müssen. Du meinst eher Mitternachtssnack, oder? Standard. Oh Gott. Ey, ich muss echt mehr untertourig raus beschleunigen. Dieses in die tiefen Gänge gehen bringt's irgendwie bei dem nicht so. Irgendwie ab, sobald ich den vierten Gang schalte, ziehen alle weg. Dui, ich komme dir ein bisschen nah mit meinem Schlachtschiff. Ja, ich bin auch nicht gut unterwegs. Weil der 4C irgendwie auf der Strecke nicht so performt. Der will nicht, der hat keine Lust. So, ab 2,50 kommst du irgendwie nochmal so ein bisschen. Ich habe jetzt aber auch auf den sechsten Gang verzichtet. Ich weiß nicht, das hätte nichts gebracht. Also, ja, es hat sich bestätigt tatsächlich, ich muss alles verdammt nach vorne ziehen, bremsen, eindenken, rausbeschleunigen, aber halt nicht leicht, sondern wirklich ein ordentliches Stück. Und ja, dadurch wird ihm halt auch die Speed fehlen, die er im Endeffekt bräuchte. Nur das ist halt der einzige Weg, wie ich angenehm um die Kurven komme. Mm-mm. Ja, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Eingangsgeschwindigkeit beim 8C sehr entscheidend ist. Wenn du ein bisschen zu schnell, ich meine, ist irgendwo logisch, klar, es ist bei jedem Fahrzeug irgendwo so, aber bei dem fällt es mir besonders auf. Wenn du ein bisschen zu schnell im Eingang bist oder sowas, du kriegst das Fahrzeug nicht mehr um die Kurve, obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, dass er vom ganzen Grip her und so weiter das eigentlich hinkriegen würde. Aber da lässt mir entweder das Spiel oder keine Ahnung was, lässt es nicht zu. Also man hat dann auf einmal so das Gefühl, okay, der hat einen ganz, ganz, ganz weiten Lenkradius und so. Gerade in diese engeren Kurven muss man schon gewaltig Geschwindigkeit rausnehmen. Oder ein leichtes Übersteuern provozieren und dann hast du aber halt beim Ausgang so ein Rutschen, dass ja, du beim Rausbeschleunigen halt einfach nicht richtig wegkommst. Also das muss man auch mal ein bisschen so gucken. Im Großen und Ganzen finde ich ihn aber angenehm zu fahren, allerdings vielleicht ein bisschen zu angenehm. So ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr Spritzigkeit könnte dem 8C nicht schaden, um halt so ein bisschen mehr noch Rennwagen zu sein. Es fühlt sich schon zum Teil an wie so eine Sportwagen-Gran Turismo-Mischung. So ein bisschen mehr Sportwagen wäre cool, aber sonst, also ich beklag mich nicht. Ansonsten macht er einfach schon Spaß zu fahren, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir ins große Finale gehen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Tabelle davor an und schauen vor allem, ob tatsächlich die Herausforderer überhaupt noch gewinnen können oder nicht.
Ja, und damit ist es, glaube ich, entschieden, denn maximal können die Herausforderer nur noch 8 Punkte holen, sollte jeder der Herausforderer gewinnen, und rechnet man die drauf, reicht es nicht. Das heißt, Alpha entscheidet tatsächlich schon vor dem Finale das Duell für sich, aber bei den einzelnen Duellen ist natürlich noch was möglich, gerade bei Julia, C63 und 4C und Evora. Und deswegen schauen wir natürlich gespannt jetzt auf das Finale, was wir diesmal auf dem Titan Clash Short Circuit fahren werden. Da wirst du gerade überrollt von den SUVs. Ja, in allen sind die gut, Sachen überrollen. Ja, einen Unfall mit so einem Ding willst du nicht haben. So ein 2 bis 2,5 Tonnen Gerät auf dich kommt. Ja. Also wenn du in der Smart sitzt, dann sind die, stehen die Karten schlecht. Dann fährst du einfach unten durch. Dann, wenn du Smart sitzt, sind die Karten immer schlecht. Es sei denn, du machst einen Unfall gegen einen anderen Smart oder gegen einen Radfahrer. Aber selbst dann hat der Radfahrer vielleicht noch Vorteile. Nee, es sind schon so lustige Memes wie ein Eichhörnchen, ja, wie smart danach aussah. Das war ganz schlecht. Oh, Bodenwellen. Oh. Den Feeling. Extenden. Alternative Wege. Also ich glaube, beim 4C und Evora können wir echt sagen, dass der 4C besser in den Kurven hält. Ja, allerdings. Oh mein Gott. Aber nur so lang, bis der 4C eben übersteuern kriegt. Bis er nicht mehr hält, ja. Ich verstehe. Ja, und dann ist komplett rum. Also vorher den Rundkurs habe ich deswegen auch weggeschmissen. Ja, ich habe jetzt schon Evora weggeschmissen. Ja. Nee, ich habe gerade nämlich meinen auch nochmal weggeschmissen. Ja, nee, ich habe Lukas gesehen, wie einfach erstmal, sagen wir, ganz Richtung Kurve. Nicht in die Kurve reingezogen. Also vorher der Vergleich von D-Ray mit dem 8C, dass er Richtung Gran Turismo geht, ist hier eher Richtung Kleinwagen. Ja gut, er ist auch nicht groß, ja, ne? Ich habe hier mehr den Vergleich Richtung Räumungschancen. Ja, ich muss halt einfach noch gucken beim 8C, dass er sich nicht so aufschaukelt. Der ist schon manchmal ein bisschen... Ich glaube, ich fahre hier, ihr schon vorne seid, ne? Nächstes Duell ist der Jury gegen Mercedes-Benz. Nächste Tasche. Oh Gott, die Kurve habe ich versammelt. Bei der Jury darfst du echt keine Fehler machen im Bremspunkt und Lenkwinkel, sonst ist es echt vorbei. Ich meine, Machen, du bist noch dran in deinem Porsche. Ja, nur ich habe das Gefühl, also ich nehme jetzt die Aussage mit dem Panzer zurück, ich sterbe sich eher mit Schlappchen. Ja, wir fahren Short. Was nicht so Short ist, aber... Der sechste ganz wäre so ein Schrittsparer. Oh, nein. Ah. Okay, vielleicht kann ich durch den Fahrfehler ein bisschen was... Komm, nein, gleich nochmal, nein. Komm den nochmal rum. Ich werde auch nach der Aufnahme einfach mal eine leichte Gewichtsreduzierung reinhauen, um zu gucken, ob das was ändert, aber ich krieg den nicht schon in die Kurve rein. Es ist unfassbar. Ja, ich auch. Also. Wie gesagt, bei mir ist es in der Kurvenfahrt tatsächlich, muss ich einfach noch gucken, dass ich ihn nicht überpace. So, weil dann schwankt er sich auf und dann verliere ich den Grip und dann ist der große Vorteil des 8C und ich glaube, der große Vorteil gegenüber dem S-Mart ist, wie ich das rausbeschleunigen, was er auch am Start jedes Mal zeigt. Und deswegen, ich muss ihn einfach nur ruhig halten, dass das ganze Fahrwerk, die ganze Aufhängung, wie gesagt, nicht so ins Schwanken kommt und dann go for it. Was natürlich halt aber halt manchmal ein bisschen Kurvenspeed leider nimmt. Aber ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns da schon drauf einigen, ohne dass ich jetzt in DBS gefahren bin, oder zumindest mal, es ist sehr lang her, als ich das letzte Mal gefahren bin, dass der 8C einfach die sportlichere Waffe ist. Nicht mal hier komme ich rum. Welche Entscheidung? Das ist die erste Kurve vor der 180er. Nicht mal da komme ich vernünftig rum. Ja, ist es dann mehr ein Untersteuern dann, oder? Ja, komplettes Untersteuern. Okay. Schiebt halt, komm. Ja, der hat halt viel Gewicht vorne. Das ist, glaube ich, so ein ganz großes Problem. Ja, das sind nur 53% eigentlich. Ich verstehe es nicht. Also ich glaube, die haben irgendwas in der Fahrphysik verkackt. Kein Spaß. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich habe halt auch null Übersteuern oder so. Egal wie hart ich durchdrücke, beim Rausbeschleunigen, der kommt überhaupt nicht mit dem Arsch. Ich glaube, die haben da irgendwas komplett versammelt. Okay.
Okay, haben es vertauscht. Er ist zwar Hinterradantrieb, aber die anderen schaffen vom Frontkratzer. Ja, so ziemlich. Also da soll ich nicht so kriegen, irgendwie, oh, ich verliere so eine Ausrede. Nein, überhaupt nicht. Also irgendwie, fahrt den Wagen selber mal und dann sagt mir, dass das realistisch ist für einen V12 Aston Martin. Eigentlich sind die Dinger dafür bekannt, dass sie mehr zum Übersteuern neigen. Nicht zum Untersteuern. Ja, die haben schon zum Teil Gewicht vorne so. Das ist nicht immer. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht das modernste Modell, wie gesagt. Also der 8C und der DBS sind die zwei ältesten in der heutigen Ausgabe. Deswegen kreide ich jetzt im 8C das eigentlich eher positiv an, wie er sich fährt. Weil es gibt auch ganz andere Fahrzeuge hier aus dem Baujahr hier im Spiel, die sich doch wesentlich. Ja, unmoderner fahren lassen, um es vielleicht so auszuformulieren. Okay, bergab hat der Cayenne keine Lust, Kurven zu nehmen. Da schiebt er gerne über die Vorderachse. Am C63 ist genau das Gleiche. Bei der Julia habe ich dann manchmal das Problem, der Übergang zwischen dem zweiten und dritten Gang und dem Übergang zwischen dem dritten und vierten Gang ist sehr unangenehm zu schalten. Also die beiden letzten Gänge sind extrem lange übersetzt und damit kann man halt nicht sportlich fahren. Und in der Stadt? Plötzlich untertourig und dann gehst du einen Gang zurück und dann geht das Drehzahlband komplett in die Höhe. In der Stadt hole ich mir mit dem 4C sogar fast den AMG. Ah. Oder? Ja. Also da war ich schon am Ende der ersten Runde an dir dran und jetzt kommt der Highspeed-Part und dann sage ich mal aber, tschüss. Aber da zieht die Tour mir auch weg. Also. Aber so viel. Speed-mäßig zieht ja eigentlich nicht so sehr, ne? Wir würden eigentlich gleich schon fahren. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich dieses Duell gewinnen, weil. Also, liegt jetzt an einem Fahrfehler. Ich habe halt noch einen Checkpoint verpasst, weil ich halt gepusht habe, was geht, aber. Naja, wäre so oder so nichts gegangen. Untersteuern. Also, der fünfte Gang ist wirklich zu lange. Der sechste Gang ist komplett überflüssig. Also. Mit einem AMG muss ich halt wirklich... Erinnert mich an mein GT350 Air-Tuning. Fünfter Gang 380, sechster Gang total nutzlos. Ich frage mich auch, warum er vorher der Stelvio so einen Untersteuern hatte in der Kurve. Jetzt bin ich perfekt durchgekommen. Ja, aber das Phänomen hatten wir ja schon mal, dass irgendwie das Finalrennen irgendwie ganz andere Gripverhältnisse hat. Ja. Also ich habe mir das Gefühl, ich schiebe mal über die Vorderachse. Ich bin ja jetzt in der zweiten Runde allein. Aber mit auch in engen Kurven, sonst hat er enge Kurven. Im Selvo bin ich ja jetzt in der zweiten Runde auf 5 Sekunden rangekommen, also dass er schneller ist, das ist gar keine Frage. Ja. Aber das war halt diese eine Untersteuerung. Das war nicht halt wegen Fahrfehler, also deshalb, weil die Fahrzeuge sich gedacht haben, nee, ich hab keinen Bock. Wie gesagt, für enge Kurven hilft dieser eine Trick, einfach so viel Speed rauszunehmen, dass der Wagen keine Chance zum Untersteuern hat. Aber für schnelle Kurven keine Chance, also. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Wagen schief ist. Ja, also man kann dazu auch nochmal erwähnen, Reifen und so haben wir natürlich angepasst aufeinander. Also das ist jetzt nicht die Bedingung, dass man jetzt sagen müsste, okay. Aber ja, aber das ist ja so, deswegen machen wir ja auch diese Vergleiche manchmal, da kommen oftmals positive, aber auch negative Dinge zum Vorschein. Ja, so oder so sind wir auf jeden Fall durch mit den ganzen Duellen und natürlich wollen wir, auch wenn das vor dem Finale schon klar war, dass Alfa Romeo den Pokal behält und die Herausforderer wieder nach Hause schickt, wollen wir trotzdem den Gesamtstand wissen und da schauen wir mal drauf. Ja, und mit 29,5 zu 14,5 Punkte ist es ja fast doppelt so viel am Ende. Klar, das Finale haut nochmal richtig rein. Drei der vier Alphas haben nämlich das Finalduell auch nochmal für sich entschieden. Gerade gegen Ende hatte ich so das Gefühl, dass die, oder ab der zweiten Hälfte oder ab den heißen drei, wie auch immer, ja, haben die Alphas nochmal richtig, richtig Punkte gesammelt, während es am Anfang noch ein bisschen ausgeglichen war. Aber gehen wir es vielleicht auch ganz kurz mal, wir nehmen uns aber die Zeit, bei diesen acht Fahrzeugen bzw. vier Duellen, die einzelnen Duelle nochmal kurz durchzugehen. Stelvio gegen Cayenne gefahren von nur 24 Stunden Racer und Muffin. Da haben wir schon mitbekommen, Stelvio überraschend für manche vielleicht auch nicht. Ja, das stärkere Fahrzeug, damit 8:3 ein klares Ergebnis, fast das klasse Ergebnis heute. Der Cayenne hat jetzt am Ende immerhin nochmal das Finalduell entschieden. Wer hat das denn gemacht, wenn er schon die ganze Zeit so chancenlos war? Einfach im Stelvio in einer Kurve. Ich würde es noch nicht mal Fahrfehler nennen. Das war in einer Kurve, bin ich einfach angefahren, wie es die Ideallinie auch gezeigt hat. Ich war ja mit Bremshilfe.
Und da hat er plötzlich, wirklich urplötzlich, ein richtig ekliges Untersteuern gehabt. Und ich musste dreimal zurückspulen, um das, diese Kurve, also beim ersten Mal einmal, beim zweiten Mal zweimal, weil ich die Kurve sonst nicht gepackt hätte. Und halten wir fest, Stelvio hat nicht die beste Elektronik. Das war plötzlich ein totaler Bremsassistent. Ja, okay. Elchtest. Nein. Ja. Genau. Okay, okay. Ja gut, interessant. Auf jeden Fall ein Duell, was man sich vielleicht auch, oder du als Zuschauer vielleicht nochmal angucken möchtest, mit dem 2018er Cayenne nochmal ganz wichtig. Das war jetzt nicht der ältere, sondern der 2018er, den wir hier logischerweise verwendet haben. Ja, interessant. Ich glaube, von uns acht Leuten hätte wahrscheinlich nicht jeder auf den Stelvio gesetzt, eher mehr auf den Cayenne, aber so sieht's nun mal aus. Manchmal ist man auch dann vielleicht markenblind oder so. Ja. Wie auch immer, weiter geht's. Giulia, ein Fahrzeug, was wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele Fans gewonnen hat, unter anderem auch mich. Ich freue mich, wie gesagt, nochmals erwähnt auf die Coupé-Version davon. Gegen Coupé musste die Giulia aber antreten und hat es auch gewonnen mit 7-4. Das sah ja am Anfang auch eher erstmal pro Mercedes, pro AMG aus, aber ich glaube, die heißen drei haben da auch ein bisschen geholfen, ne? Um das Duell nochmal ein bisschen zu kippen auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem am Anfang musste ich mich erst noch an das Fahrzeug gewöhnen, weil vor allem im ersten Gang die Giulia sehr, sehr viel Drehmoment aufbaut und wenn man von Anfang an komplett den Trigger durchdrückt, dann hat man sehr, sehr, sehr viel Wheelspin. Da braucht man schon circa ungefähr 3000 Umdrehungen, habe ich jetzt herausgefunden, mit Rennreifen, dass die dann mit maximalem Grip auch vom Start losgeht. Ansonsten, wie auch schon vorhin erwähnt, am Anfang den die ersten zwei, drei Rennen, glaube ich, waren das, war das Auto sehr schwer zu kontrollieren, aber danach muss man sich halt ein bisschen reingewöhnen und vor allem die heißen drei haben auch sehr viel rausgeholt, weil ohne die heißen drei wäre es ja Gleichstand, glaube ich, gewesen, beziehungsweise wenn die heißen drei dann auf Tobi beziehungsweise auf den C63 dann gezählt hätten, dann wäre auf jeden Fall die Giulia wahllos. Ja, du hast drei Punkte geholt bei den heißen drei und die hast du auch mehr. Also, wie du schon sagst, entweder wäre es genau umgekehrt oder wenn man die weglassen würde, sogar unentschieden. Ja, Giulia, also eine Dame, die man ja nicht einfach voll durchdrückt, sondern die ein bisschen gestreichelt werden möchte. Ne? Also, ist ja auch okay so, die hat halt Charakter, ne? Gut, dann kommen wir zu dem kleinen Flitzern, die ein bisschen Suche nach Grip hatten, aber auch, wie gesagt, manchmal so ein bisschen eine Forza-Geschichte ist. Ich glaube, wird man beiden einfach die Forza-Flügel, die ultra geil aussehen, drauf machen, dann sieht die Welt auch bei denen, glaube ich, ganz anders aus, weil sie dann halt natürlich leicht sind, entsprechend Leistung haben und auch Anpressdruck. Ja, 4C gegen Evora. 6-5, das knappste Duell heute. Da lag der 4C ja auch am Anfang, wenn ich noch richtig bin. Gutes Stückchen zurück. Hat er dann nochmal ein bisschen gedreht? Genau, also am Anfang sehr schwierig zu fahren, weil man sich auf ein ganz komisches Fahren einstellen muss. Gerade, wie gesagt, anbremsen, Heck kommt rum und dann kein Grip mehr. Wenn man untertourig fährt, aus der Kurve raus geht's und ansonsten haben da auch die heißen drei auf jeden Fall dann, glaube ich, noch ausgeschlagen. Ja, und im letzten Rennen habe ich dann halt mit dem Lotus auch noch einen Checkpoint gemisst. Ist halt auch blöd zu fahren, der Lotus hat halt dieses Mittelmotor vom Gas runtergehen, übersteuern in Verbindung mit zu viel Einlenkverhalten, also da übersteuert er nochmal zusätzlich. Muss man eher spitzer in die Kurven rein, statt im weiten Bogen. Ja. Ja, und halt noch eine komische Getriebeübersetzung. Der erste Gang war eigentlich echt cool, aber der zweite, da hat ihm das, er ist komplett abgesoffen. Er ist ums halbe Drehzahlband beim Schalten runtergefallen. Also ein extrem langer zweiter Gang. Und gefühlt hat das Auto kein Sperrdifferenzial oder zumindest nur eine ganz niedrige Sperrwirkung. Okay. Ja gut, dann zu guter Letzt 8C gegen Aston Martin DBS, das Duell, was dann am Ende am deutlichsten ausgegangen ist mit 8,5-2,5 Punkte. Andi hat es aber, glaube ich, schon in mehrfacher Ausführung kommentiert, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt beim DBS. Das kannst auch du wieder als Zuschauer natürlich selbst überprüfen, das werde ich nach der Aufnahme auch mal direkt machen. Ich glaube ihm das auf jeden Fall aufs Wort, das ist so, das gibt's halt manchmal, habe ich selbst oft genug in solchen Duellen am eigenen Leib gespürt. GT2 RS
Und ja, 8C kann ich nur sagen, fährt sich geil, super Potenzial. Ein bisschen merkt man, fahrwerkstechnisch ist nicht die neueste so. Also da ein Rennfahrwerk rein und so weiter, dann geht das Ding, glaube ich, richtig geil ab. Ich meine, im Let's Play aufgebaut auf 800 und 900, glaube ich, hatte ich da mal ein Tuning gemacht. Hat mir dort auf jeden Fall viel Spaß gemacht und auch in den Grundzügen einfach ein geiles Fahrzeug. Gefällt mir richtig, richtig gutes Teil. Trotzdem waren die Duelle sehr, sehr knapp immer. Einmal hätte es fast noch ein zweites Unentschieden gegeben. Ich glaube, 2/1000stel hätten gefehlt, dann hätte wieder die 5/100stel-Regel gegriffen. Man muss aber auch, glaube ich, ganz klar sagen, dass Andy einfach auch viel durch sein fahrerisches Können in Forza nochmal rausgeholt hat, um das nochmal ein bisschen anzugleichen. Wären die Rollen vertauscht gewesen, wäre es wahrscheinlich dann 10, nee, jetzt habe ich falsch gerechnet, 11-0 ausgegangen oder so. Nee, halt, bei den heißen 3 hätte ich sie trotzdem gekriegt. Aber nee, selbst dann hätte Andy durch seinen Skill das besser gemacht. Hätte einfach die Weltdaten geändert. Nee, ist auch egal, wissen wir nicht, wie Andy schon sagt. Fakt ist auf jeden Fall, 8C hat das Ding, denke ich mal, bei so einer klaren Sache verdient gewonnen in diesem Duell. Und damit unterm Strich, Alfa Romeo behält die Krone bei alle gegen einen, alle gegen Alfa. Ja, und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Duell. Last but not least fällt natürlich nur noch ein Vergleich, der aber allerdings keine Punkte gibt, der aber uns in die Höhenflüge bringt. Und zwar, ja, der Flugtest. Und, wow, was geht hier? Der Land Rover, der geht richtig ab. Alles klar. Und ich weiß nicht, warum wir so viel Anlauf hier nehmen, aber hey. Wir müssen Topspeed aufbauen. Das ist wie, wenn man als... Damit ich auch mal in 6. Jahren komme. Das ist wie, wenn man als Jugendkicker einen Elfmeter schießt, da läuft man auch am liebsten über den ganzen Platz, weil man denkt, das bringt's, dieser Anlauf. Auch wenn man nach 5 Schritten schon nicht mehr beschleunigt, sondern eher langsamer wird, weil irgendwie die Booster aussieht. So, ja, Anlauf ein bisschen zu lang gewesen. Waffen, jetzt kannst du deinen Flügel benutzen. Oh, der Flügel ist draußen, jetzt geht's ab. Ich schaff's, glaube ich, nicht mal über die Straße. Nee. Bei 91 Meter. Ich wahrscheinlich. Lukas! Nein! Ding ist zu schwer. Und ja. Das war schon sehr traurig. Jetzt hätte ich mich schön mit dem Lotus verstecken können. Also, ich bin. Ein C63 ist fast auf meinem Dach gelandet. Aber nur fast. Ja, auf dem Dach landen, das ist ein anderes Thema, wer das letzte Woche verpasst haben sollte. Unbedingt nachholen, 900 PS Club oder auch Porsche Club genannt, zumindest mal aus meiner Sicht. Sei es drum, Dankeschön für alle, die mitgemacht haben, Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, checkt die anderen Sichten aus. Wir sind raus, vielen Dank, bis dann, ciao. Tschüss.